Weiter geht es mit einem Vortrag von Pierre Vogel zu der Kernfrage des heutigen Abends, die eine sehr wichtige Frage ist. Und zwar bedeutend für die gesamte Welt. Denn damit, mit dieser Kernfrage, steht die Frage des gesamten christlichen Glaubens in Verbundenheit. Die Frage, war Jesus von Nazareth Gott oder nur ein Prophet? Denn es gibt viele Fragen, die uns Menschen beschäftigen, viele Fragen, die wir uns stellen, sie aber nicht alleine aufklären können, denn wir brauchen dafür einfach die Aussage bzw. das Wort einer höheren Kraft, einer höheren Macht, nämlich der, die uns alle erschaffen hat. Viele Menschen sind nun an einen Punkt gekommen und fragen sich tatsächlich durch die ganze Ablenkung der heutigen Welt, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Und einige der größten Psychologen unserer heutigen Zeit, die das sehr gut beurteilen können, schreiben und bemerken in ihren Büchern heute, dass im Grunde genommen die Menschen, ich zitiere, im Grunde genommen erkranken die Menschen heutzutage an der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Das heißt nicht, dass es keinen Sinn gibt, doch wenn man ihre Probleme und all das, was die Menschen beschäftigt, zurückverfolgt, ist die Kernfrage der Sinn des Lebens. Denn sie sehen vielleicht einfach keinen richtigen Sinn darin. Und es liegt wahrlich nicht daran, dass es etwa keinen Sinn gibt, sondern vielleicht einfach daran, dass sie nicht erkennen, vielleicht sogar einige einfach ignorieren. Und vielleicht ist es nicht zu viel verlangt von Ihnen und von mir selber auch, dass wir uns immer mal wieder Gedanken darum machen, ob nicht unser Alltagsleben, vielleicht das Fernsehprogramm, die Zeitschriften und all das, ob sie nicht einfach zu einer gewissen Ablenkung vom wahren Sinn des Lebens dienen. Es ist vielleicht nicht zu viel verlangt, wenn wir uns gemeinsam, wie in einer Kamera zum Beispiel, uns im Zeitraffer vorstellen, wie eine Blume wächst. Sie kennen bestimmt die Aufnahmen, die Blume ist klein. Innerhalb von 10 Sekunden sehen wir im Zeitraffer, wie die Blume wächst, wie die Blume groß wird, an Farben gewinnt, aber auch welkt. Wenn wir ein Leben eines sogenannten normalen Menschen der heutigen Zeit nehmen und dies im Zeitraffer betrachten, könnten wir das Ganze an 4 verschiedenen Verhaltensmustern festlegen. Nämlich wie der Alltag dieser Menschen abläuft. Es ist im Grunde genommen aufstehen, arbeiten gehen, Ablenkung, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten gehen, ablenken, schlafen gehen. Und es schaffen bis zum Feierabend, es zu schaffen, irgendwie zum Feierabend zu kommen. Selbst die Radiomoderatoren werden heutzutage nach dem Good Feeling Programm bezahlt. Das heißt, wenn sie es am Morgen schaffen, den Menschen nochmal weiß zu machen, schafft es bis zum Feierabend. Was für eine Motivation. Es schaffen bis zum Feierabend, morgen schaffen bis zum Wochenende, irgendwann schaffen bis zum Urlaub, irgendwann schaffen bis zur Rente. Doch da gibt es nur ein kleines Problem, zu dem wir alle dann blicken. Am Ende bleiben alle liegen und sterben. Und ab da haben wir eventuell ein richtiges Problem. Und wenn wir schon mal an diesem Punkt angelangt sind, können wir uns beruhigt die Frage stellen, war das wirklich alles? Wenn wir das Leben eines Menschen im Zeitraffer sehen, war das wirklich alles? Aufstehen, arbeiten und am Ende liegen bleiben, sterben. Nein, wenn wir diese Frage stellen, stellen wir die Frage nicht an unseren Intellekt, der verbogen worden ist durch Medien und allerlei Dinge, sondern wir stellen diese Frage vielleicht direkt an unser Herz. Und wir werden alle sehen, wenn wir die Augen schließen und wirklich an unser Herz diese Frage stellen, sehen wir, nein, das kann wahrlich nicht alles gewesen sein. Aber über unser Herz wissen wir, dass es als Organ einen gewissen Sinn hat. Das Herz hat einen Sinn, warum es im Körper ist. Aber wenn jedes Organ, wenn jede Zelle, wenn jedes Gelenk am menschlichen Körper und alles, was da ist, einen Sinn hat, dann muss wahrlich auch unser Leben einen Sinn haben. Und heute stehen wir hier. Wir alle wollen die Tür öffnen, aber nun steht die Frage, die große Frage, wie wir diese Tür öffnen, die Tür zu Gott. Durch den Glauben. Und die Kernfrage, wir brauchen einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Muss sich der Schlüssel nach dem Schloss oder das Schloss nach dem Schlüssel drehen? Nein, der Schlüssel, der muss sich dem Schloss anpassen, weil nicht nur Sie wollen dadurch, sondern auch andere auch. Und jeder muss seinen Schlüssel feilen. Und wenn wir selbst der Schlüssel sind und mit solchen Veranstaltungen wie heute
an uns selber feilen und uns gegenseitig daran erinnern, warum wir wirklich hier sind, stellt sich die Frage, welcher ist der beste Weg, dass jeder an seinem Schlüssel feilt? Und welche Pfeile benutzt er dazu? Was unseren Geist und unsere Seele feilt, sind nicht Ablenkung und sinnlose Beschäftigung, sondern sind Fragen und Antworten, sind Schlüsselerklärungen, sind logische Erklärungen. Und der heutige Abend soll dazu dienen. Es wurde zu vielen Wissenschaftlern, die ja so viel Wissen haben, gesagt, wer meint, aus dem absoluten Nichts etwas schaffen zu können, der soll es vormachen. Und wer meint, dass etwas Existierendes ins absolute Nichts zurückgehen kann, der soll es vormachen. Und wer das versucht, wird feststellen, dass er auch das Existierende nur die Form verändern kann, denn er wird es nicht vernichten können. Auch wir, auch die gesamte Welt, wir werden nicht ins Nichts zurückgehen. Es gibt einen Schöpfer, es gibt ihn wahrlich. Und unsere Seele erinnert sich an diesen Schöpfer. Darum trachtet die Seele danach, diesem Schöpfer näher zu sein. Nur der Geist wird oft verbogen, so weit verbogen, dass es Menschen sogar geschafft haben und dazu gebracht haben, Gott in Menschenperson zu personifizieren. Das heißt, Gott einfach einer Person zuzuschreiben und das noch eine menschliche Person. Es gibt viele Menschen, die meinen, dass andere Menschen Götter waren, beziehungsweise Gott sind oder was auch immer, obwohl diese sogenannten Götter jeden Morgen mit einem Bein nach dem anderen in die Hose steigen, wie alle anderen auch. Aber das merken sie vielleicht nicht. Es gibt Menschen, die Gott sogar für ein Wesen halten, das sich für irgendwelche Ringkämpfe hergibt und bilden sich sogar noch ein, dass Gott diese Ringkämpfe verlieren könnte, als wenn der allmächtige Schöpfer irgendetwas verlieren könnte. Es gibt eine Menschengruppe, und das meine ich wortwörtlich, hören Sie bitte genau zu, die haben eine Glaubensgemeinschaft gegründet, die glauben an, Achtung, Diego Maradona, dem Fußballspieler Diego Maradona. Das heißt, wenn ein Familienmitglied erkrankt oder was auch immer, gehen sie dann hin und beten zum heiligen Diego oder was auch immer. In jedem Fall erhoffen sie sich dadurch Hilfe. Wenn das kein Beweis für Sinnloses ist, dann weiß ich auch nicht. Wir wissen aus den heiligen Büchern, dass Allah lachen kann. Die Frage ist nur, wie ich mir stelle, ob er das wirklich witzig findet. Denn wir alle, die hier sind, haben eine gewisse Mitverantwortung darüber, was da drüben passiert. Und wenn Menschen derart auf Abwägen sind, sollten wir einschreiten, beziehungsweise wenigstens unseren Mund öffnen und was dazu sagen. Das tue ich hiermit und fordere Sie dazu auf, wann immer Sie sowas bemerken, was Sie selber vielleicht sogar viel besser wissen als ich, einzuschreiten und den Mund aufzumachen. Es gibt andere Menschen, die sagen, wir glauben nicht, weil wir keine Wunder haben heutzutage, weil wir keine Wunder sehen. Ich habe mir einige Wunder, die in der heutigen Zeit passieren, kurz aufgeschrieben. Es sind, soweit ich weiß, jetzt nur zwei. Wenn man bedenkt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse heute gezeigt haben, dass die Blutbahnen eines Menschen aneinandergereiht 170.000 Kilometer lang sind. Ich habe mich nicht versprochen, nicht verschrieben, ich habe das 100-mal nachgeguckt und ich habe es überall nachgefragt, es stimmt. 170.000 Kilometer Blutbahn befinden sich in einem Menschen mit etwa einer Körpergröße von 1,80. Des Weiteren, würde man die Lunge eines normalen Menschen aufschneiden und ausbreiten, würde man den gesamten Frankfurter Flughafen damit auslegen können. Dann können Sie sich vorstellen, warum der Arzt durchdreht, wenn jemand von uns eine Lungenentzündung hat. Also wenn das keine Wunder sind oder Dinge, die wir mit unserem Kopf überhaupt gar nicht begreifen können, wie das sein kann, und es befindet sich wahrlich in uns, was haben wir noch übersehen? Aber diese Menschen suchen einfach Wunder und sagen, ich glaube nicht, solange es Wunder gibt. Eine andere Feststellung, die ich mache, macht ein anderes Beispiel deutlich. Denn achten Sie bitte darauf, ich habe viele Leute gesprochen, die sagen, sie glauben nicht an Übernatürliches, weil es nur Spekulationen sind und es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Aber wenn diese Dinge dann wissenschaftlich bestätigt werden und man zu ihnen sagt, seht, was der allmächtige Herr geschaffen hat, so sagen dieselben Leute, das ist doch kein Wunder, das ist doch wissenschaftlich bestätigt, wir wissen doch, wie das funktioniert. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass sie nicht glauben wollen. Und das meine ich mit der absoluten Ignoranz, dass die Leute heute vielleicht, dass einige den Glauben einfach ignorieren. Es ist wahrlich ein Wunder und mehr als ein Wunder, dass der heilige Koran mit einer beispiellosen rhetorischen Wucht aus dem Munde eines Analphabeten kam,
wie es Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, kam. Es ist ein Wunder, dass, wie Gott es bewerkstelligte, ein solch herrliches Wesen wie Jesus von Nazareth zu erschaffen, dessen Liebe man heute noch nach 2 Jahrtausenden spürt und das Ganze noch ohne Vater. Was uns nun zur Kernfrage des heutigen Abends führt: War Jesus von Nazareth wirklich Gott oder nur ein Prophet? Wir sagen nur ein Prophet, denn, kurz zur Erklärung, gemessen an dem allmächtigen Gott ist auch ein Prophet sehr wenig. Und wenn wir solche Behauptungen der heutigen Zeit aufstellen, die von solch enormer Wichtigkeit sind, dann müssen wir auch die Anlässe dazu überprüfen und hinterfragen. Hierzu haben wir 2 Personen eingeladen, die leider beide nicht gekommen sind. Achso, ich dachte, sie wären jetzt gekommen. Ich dachte, die klingeln. Ich dachte, die haben geklingelt. Ich wollte sagen, komm rein. Bitte, ich bitte um Entschuldigung. Pfarrer Steinberger aus Österreich haben wir eingeladen, der eine ganze Videoserie gegen den Islam produziert und gefördert hat, ist leider nicht gekommen. Und einen Missionar, Nassim Ben Imam heißt er, glaube ich, oder Iman. Er war Moslem und hat irgendwie dann später dann doch Jesus gefunden oder Jesus hat ihn gefunden. In jedem Fall haben sie sich irgendwie angefreundet und jetzt sieht er sich in seiner Berufung bestätigt, jetzt gegen den Islam zu predigen. Hier hatten sie die Möglichkeit, wir suchen ja Freundschaft, wir suchen Nähe und wir suchen eine gemeinsame Diskussion, eine gemeinsame Findung, einen gemeinsamen Weg. Und hier haben wir die Möglichkeit gehabt, dass sie hier vorsprechen. Leider beide nicht erschienen, deswegen mussten wir auch in letzter Sekunde ein bisschen umstrukturieren. Zum Schluss möchte ich Ihnen, ich möchte damit schließen, indem ich sehr kurz die Geschichte zusammenfasse, wie ich selber zum Islam kam, nämlich das letzte Gespräch, was ich mit einem islamischen Bruder hatte, den ich fragte, weil ich dann bemerken muss, ich war zu dem Zeitpunkt, in dem Moment noch kein Moslem und fragte, aber Bruder, sagte ich, obwohl ich kein Muslim war, sagte ich dem Bruder, wenn das all, was du mir sagst, nicht stimmt, was hast du dann von dem Ganzen? Und er antwortete mir, und damit hat er mich zum Islam gebracht, vielleicht zur Verknüpfung mit dem heutigen Thema, er antwortete mir, wenn ich sterben sollte und feststelle, dass das alles nichts ist, dann habe ich ein ehrenwertes Leben geführt. Aber wenn es doch so sein sollte, wo willst du dann hin? Und vielleicht zur heutigen Kernfrage, das von enormer Wichtigkeit ist, die Frage, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Ich bedanke mich von meiner Seite und rufe Pierre Vogel auf zu seinem Vortrag. Vielen Dank. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq. ليثره على دين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Erstmal nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen auch an alle Nichtmuslime. Für mich ist das ehrlich gesagt heute eine riesengroße Freude, hier in Köln einen Vortrag zu haben, weil das irgendwie meine Stadt ist hier. Und wir haben hier eigentlich noch nie einen größeren Vortrag in einer größeren Halle gehabt, wo wir also längere Zeit vorbereitet haben. Aber keine Angst, wir fangen jetzt nicht an mit Kölle Alaf oder so. Ne? Keine Angst. Und deswegen freut mich auch heute, hier so viele Gesichter zu sehen. Alhamdulillah, eine jüngere Dame ist schon zum Islam konvertiert. Allahu Akbar. Ich hoffe, heute folgen noch welche, jüngere Damen, jüngere Herren, je nachdem, egal. Alhamdulillah. Und ich wollte mal fragen, wo die Leute her sind. Wer kommt aus Bayern heute? Ah, da bist du ja, mashallah. Regensburg, ne? Alhamdulillah. Frankfurt, jemand hier? Ne, da haben sich ein paar Leute angekündigt. Neuwied haben wir, ne? Ja. Köln? Yeah.
Super. Bergisch Gladbach? Ah, auch sehr viele. Bonn? Ruhrgebiet? Auch einige, Alhamdulillah. Ja gut, egal. Auf jeden Fall, Alhamdulillah. Ja, weil ich freue mich heute so hier zu sein. Ich will am liebsten jetzt mit euch ein bisschen Smalltalk machen. Aber viele Menschen sind ja heute für einen Vortrag hier hingekommen. Ich würde mich gerne mit jedem unterhalten. Und ich wollte mich erstmal von vornherein schon mal entschuldigen. Meine Stimme ist auch heiser, dafür wollte ich mich auch entschuldigen. Und vor allen Dingen wollte ich mich entschuldigen, weil es ist halt so, viele Menschen, die kennen mich vom Internet her. Ich wohne sozusagen bei denen zu Hause. Ja, einmal ist was Witziges passiert. Ich fahre auf der Autobahn und auf einmal überholt mich einer und ich gucke bei dem ins Auto rein, hat er einen Laptop auf seinem Ding und ich sehe mich im Laptop. Da habe ich gedacht, ich muss direkt mal vorbeifahren und winken. Wie hier und da ist er auch, wie geht das denn? Subhanallah. Jedenfalls, Alhamdulillah, deswegen wollte ich mich entschuldigen, weil es werden vielleicht einige Leute etwas zu kurz kommen heute, die gerne mit mir etwas länger und sich gerne mit mir etwas länger unterhalten wollen. Und viele denken dann, ja, der ist aber unfreundlich, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich mich mit jedem hier eine halbe Stunde unterhalte, dann kommen wir zu gar nichts mehr. Wir haben uns ja jetzt schon verspätet, weil ich eben ein paar Leuten die Hand gegeben habe. Aber okay, das Thema von heute ist, wie gesagt, ihr habt es schon gelesen, war Jesus Gott oder nur ein Prophet? Das ist das Thema von heute. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Warum ist es dieses Thema sehr wichtig? Weil dieses Thema eigentlich der zentrale Diskussionspunkt zwischen Christen und Muslimen sein sollte. Wenn es um die Fragestellung geht, welcher Weg ist der wahre Weg zu Gott? Denn laut Christentum, und da kommen wir nachher drauf, ist Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. Sowohl Sohn Gottes als auch wahrer Gott. Mir ist es des Öfteren passiert, wenn ich das erzählt habe vor einem Publikum, seltsamerweise, da kommen dann nachher Leute zu mir, sind voll sauer, ich war bei der Firmung gewesen. Und ich gehe jede Woche in die Kirche und Jesus ist nicht Gott. Dann holt man den Katechismus raus und heute habe ich mich bewaffnet. Manchmal vergesse ich, hier sind die ganzen Definitionen drin. Lutheranische Kirche, reformierte Kirche, orthodoxe Kirche, katholische Kirche. Ja, wo jeder sagt, Jesus ist wahrer Gott. Und im kleinen katholischen Katechismus, weil wir es hier meistens im Kölner Raum mit Katholiken zu tun haben oder im Rheinland, steht ganz wortwörtlich drin, im zweiten Glaubensartikel, wenn ich mich richtig erinnere, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Und als Muslim ist Jesus einer der geehrtesten Propheten des allmächtigen Gottes. Der Islam, und ich betone es immer wieder, ist die einzige Religion, bei der es ein Glaubensartikel ist, an Jesus zu glauben. Kein Muslim kann ein Muslim sein, wenn er nicht daran glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Dass Jesus Wunder gewirkt hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Dass Jesus Tote lebendig gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Dass Jesus Blinde sehend gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala. Also muss die Fragestellung sein, wenn ich auf die Welt komme und ich sehe, oder ich lebe in diesem Land und ich sehe, die einen sind Muslime, die anderen sind Christen. Und mich interessiert es, welcher Weg ist der richtige? Sollte mich dieser fundamentale Unterschied im Dogma bzw. in der Glaubenslehre interessieren? Deswegen ist die Frage, wie findet man die Wahrheit? Wenn ich die Wahrheit finden will, ja, dann muss ich erstmal wissen, wie finde ich die Wahrheit? Und da gebe ich euch erstmal ein Beispiel, wie man die Wahrheit nicht findet. Wie man die Wahrheit nicht findet. Ein Beispiel. Vor ungefähr einem Jahr wurde etwas ausgestrahlt, eine Fernsehsendung, von einem konvertierten Muslim hier aus dieser Stadt. Er heißt Ballerina oder Ballerino oder irgendwie so, ja. Und da wird das Kamerateam hat sich dazu entschieden, diesen speziellen Menschen von Tausenden
von konvertierten Muslimen haben sich entschieden, gerade diesen Menschen 2 Jahre lang mit der Videokamera zu beobachten. 2 Jahre zu verfolgen sozusagen. Wir müssen uns erstmal eine Frage stellen, was kostet ein Kamerateam pro Tag? Hunderte Euros. Da ist einer, der den ganzen Kram schleppt. Hier, wir kennen es ja, aber unser Kamerateam kostet nicht so viel. Wir sind Amateure. Ja? Dann der Kamera, dann der Regisseur, der Kameramann, dann der das verarbeitet. Das kostet hunderte Euros. Das heißt, über 2 Jahre tausende von Euros. Ein bisschen teurer als das Lottolos. Und was will man natürlich damit erreichen, wenn man jemanden 2 Jahre beobachtet, beziehungsweise filmt? Man möchte eine Story haben, oder? So, jetzt von den tausenden Leuten, die Muslim werden, ist der ganz große Prozentsatz, wird nachher, ich will keinen beleidigen, gehört zu den langweiligen Muslimen. Ich meine jetzt langweilig im Sinne von für die Presse. Uninteressant. Oder meinst du, wenn man bei WDR oder bei ARD oder bei RTL oder irgendwo einen Film ausstrahlt, dies ist der Muslim Pierre Vogel, er ist vor 7 Jahren Muslim geworden, manchmal fastet er, manchmal betet er, interessiert keinen Menschen. Da sitzen die alle so vom Fernseher. Lass mal umschalten. Interessiert keinen. Oder stell dir vor, nach einem halben Jahr tritt er aus dem Islam raus. Schon die ganze Zeit gefilmt, plötzlich tritt er wieder aus dem Islam aus. Uninteressant. Ja. Oder der wird Hippie-Muslim. Oder zieht irgendwo in islamisches Kloster, in Anführungsstrichen. Uninteressant. Was ist interessant? Was ist interessant für das Fernsehen? Was wäre das Optimalste? Dass dieser Mensch sich nach 2 Jahren zu einem radikalen Muslim entwickelt. Das wären doch die 6 Richtige, oder? Das wären doch die 6 Richtige von Tausenden von Muslimen. In Deutschland wählen wir uns diese Person aus Köln aus und beobachten ihn, geben einen großen Einsatz. Wir beobachten mit der Kamera. Jedes Mal kostet es hunderte Euros. Und zufälligerweise, tatsächlich, er wird zu einem radikalen Muslim. Nach 2 Jahren. Was soll man noch anders erwarten hier, ne? In Köln leben ja sowieso nur Radikale. Radikale Karnevalisten. Kamelle, Strüße, Brütsche, Funker, Marieche und so, ne? Ja, heute sind viele aus Köln, die verstehen das. Den Bayern übersetze ich das nachher, inshallah, die da sind. Jedenfalls, er wird zu einem radikalen Muslim. Gibt es für das Fernsehteam noch was Besseres? Kann es noch besser kommen für das Fernsehteam? Ja, es kann noch besser kommen. Dass diese Person dann plötzlich vor laufender Kamera öffentlich zum Dschihad aufruft. Da werden vielleicht einige sagen, auf so einen Idioten hat das Fernsehen schon lange gewartet. Ich habe ich nicht gesagt, aber es werden vielleicht einige sagen. Und das sieht dann genau so aus, jeder kann es sehen im Internet, ich sage das nicht dass hier für die Leute vom Verfassungsschutz, ich mache nur jemanden nach, ja? Falls ihr da, wo seid ihr? Hallo? Wo sitzt? Kommt, zeigt doch mal, wo seid ihr? Ach da, okay, alles klar. Ich weiß doch, dass ihr da seid. Mensch, auf jeden Fall. Obwohl, die Wisser, die sehen mich im Internet, ich habe sowieso nichts zu verstecken, von daher ist nicht so schlimm. Jedenfalls, sieht das dann so aus. Guck mal, wie authentisch das aussieht. Ihr könnt es alle nachgucken. Geht raus, wie Ballerina oder wie heißt das gemacht hat. Geht raus zum Dschihad und geht raus und lest im Koran, was die Regeln vom Dschihad sind und was der Koran zum Dschihad sagt und geht raus und implementiert es einfach. Stell dir vor, das sieht die deutsche Oma, 81 Jahre. Die sagt, ja, die Muslime, schau dir das an. Alle Moscheen schließen. Dieser arme Mensch, vor 2 Jahren noch ein normaler Mensch. Und jetzt ruft er vor offener Kamera zum Dschihad. Was die wenigsten hinterfragen, weil wir sind leider so programmiert, dass wir alles, was uns vom Fernsehen präsentiert wird, konsumieren.
So auf diese Art und Weise. Alles, was kommt, tok, 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 wird so gegessen und wird direkt verdaut. Was die wenigsten nachfragen, mit wem redet der hier? Ruft er das Kamerateam zum Dschihad auf? Mit wem redet er hier? Wisst ihr aber, mit wem er redet? Er macht dort einen Unterricht. Der ist vor 2 Jahren zum Islam gekommen, macht einen Unterricht. Für wen? Hier sind viele aus Köln. Wer hat beim Unterricht von Ballerina oder wie heißt teilgenommen? Wer hat einen Unterricht von ihm gehört? Keiner. Und ich wohne in Köln und zu dieser Zeit, wo angeblich sein Glaubenszweifel kommt und soll jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein Selbstlob oder so, aber wer kennt meine Unterrichte? Ja, die meisten wahrscheinlich, ne? Alhamdulillah. So, warum habe ich diesen Menschen noch nie in der Moschee gesehen in Köln? Warum, wenn er doch Zweifel bekommen hat am Glauben, warum hat er uns nicht mal angerufen? Und mit wem redet er hier? Mit wem macht er hier Unterricht? Mit gar keinem. Und daran sieht man, was uns für eine Volksverdummung präsentiert wird. Ganz klarer Fall. Für jeden, der 1 und 1 zusammenrechnen kann, kann sich das denken. Aber es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Die 6 richtig, jetzt kommt der nächste 6er. Jetzt tritt er plötzlich aus dem Islam aus. Seht ihr, für die Tausenden, die in Deutschland jährlich zum Islam treten. Hier, guckt, der ist ein gutes Beispiel. Hier unsere Ballerina, Ballerino. Ja? Er hat es euch vorgemacht. An ihm könnt ihr genau sehen, er hat es doch schon miterlebt. Also glaubt doch nicht, was Pierre Vogel und Co. erzählen. Hier, da. Und dann kommt die Begründung. Und spätestens ab da wissen wir, dass das entweder ein Fall ist für die Ernüchterungszelle, für Neurologie oder für Hollywood. Meine Menschlichkeit hat mich vom Islam weggeführt. Und wo hat sie ihn hingeführt? Zum koptischen Christentum. Ich will keinen Kopten beleidigen, aber viele Christen von den anderen Gruppen sagen, dass das die unauthentischste Form vom Christentum überhaupt ist. Frag mal einen evangelikalen Christen beispielsweise, wird das sagen. Aber okay, kein Problem, jeder muss selber wissen, was er macht. Aber warum spreche ich das an, die Menschlichkeit? Weil die Menschlichkeit, damit will er sagen, guck mal, im Koran steht drin, in Sure 24, ja, Vers 4, dass der Unzüchtige und die Unzüchtige 100 Peitschenhiebe bekommt. Der Unzüchtige, die Unzüchtige, 100 Peitschenhiebe. Dann sagt er, meine Menschlichkeit sagt, nee, das akzeptiere ich nicht. Dann schlägt man die Bibel auf. Ich habe 2 Stück dabei, ja, falls es Proteste gibt. Alhamdulillah, heute gab es noch keine Demonstrationen vor der Tür und so. Wir sind sehr beruhigt, Alhamdulillah. Deuteronomium 22, ja, ist das 5. Buch Moses. Und dort lesen wir dann, was laut dem Gott, der die Bibel herabgesandt hat, passiert mit einer Frau, die geheiratet hat und der Mann sagt, diese Frau war keine Jungfrau mehr. Dann steht dort, ja, wenn der Vorwurf aber zutrifft, wenn sich keine Beweise für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, soll man das Mädchen hinausführen vor die Tür ihres Vaterhauses. Da machen wir erstmal Stopp. Das heißt, wenn es keine Beweise gibt für die Unschuld des Mädchens, das heißt, das Mädchen muss dann erklären, nee, ich war doch Jungfrau gewesen, auch wenn ich keine Jungfrau war, ist ein Unfall passiert, hin und her, irgendwas. Ansonsten, was passiert dann? Dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Die Menschlichkeit hat ihn geführt von den Peitschenhieben. Bei bewiesener Sache, nicht bei, die sagt ja, der sagt, sie war keine Jungfrau mehr. Kann ja jeder erzählen. Bei bewiesener hat ihn hierhin geführt. Ja. Es wird natürlich jemand sagen, ja, ist ja Altes Testament. Kein Problem, Altes Testament. Im Neuen Testament steht 1. Timotheus 3, Vers 16.
laut Apostel Paulus, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Die ganze Heilige Schrift und alles davon ist nützlich zum Lehren und Unterweisen in der Schrift und so weiter. Und in Matthäus 15, Vers 4 kritisiert Jesus die Pharisäer, weil sie nicht die Todesstrafe anwenden, die im Alten Testament drin ist, für denjenigen, der die Eltern beleidigt. Kann man alles nachlesen. Aber das Problem ist, man selektiert immer die Verse, die einem gefallen. Aha, Liebe, Liebe, Freude, Friede, Freude, Liebe, Liebe. Ja, und dann macht man sich seine eigene Religion draus, die fernab von dem ist, was in der Bibel steht. Und ich will hiermit nicht die Bibel kritisieren. Und ich will hier nicht irgendeinen Christen mit diffamieren. Was ich nur hiermit klar machen will, wo ist unser Maßstab? Warum diese Show? Warum dieses dumme Gelaber auf gut Deutsch? Ihr Schwart auf Kölsch. Warum? Dann hat es ihn, die Moral, seine Menschlichkeit hat ihn weggeführt von dem Koran, wo drin steht, dass man die Feinde Gottes nicht lieben soll. Man soll die Feinde Gottes nicht lieben. Ist das schlimm? Nehmen wir mal irgendjemand auf der Straße, ich liebe den nicht. Bin ich verpflichtet, jeden hier zu lieben in Deutschland oder wie? Nee, ich bin verpflichtet, jeden Menschen gut zu behandeln, oder? Laut dem Gesetz, was hier herrscht. Und laut Koran, laut Sunna bin ich auch dazu verpflichtet, den Menschen gut zu behandeln. Egal, ob mir sein Gesicht passt oder nicht, ob ich ihn mag oder nicht mag. Ich darf ihn nicht bestehlen, ich darf ihn nicht belügen, ich darf ihn nicht ermorden, ich darf ihn nicht zusammenschlagen, nicht in den Schwitzkasten in meinen Haaren ziehen, kratzen. Ja. Ja, wo ist das Problem? Das heißt, warum darf man den Feind Gottes nicht lieben? Was lesen wir in der Bibel? Lukas 14, Vers 26. Dort steht, wer zu mir kommt und nicht seinen eigenen Vater hasst und seine eigene Mutter hasst und seine eigenen Kinder hasst und seine Frau hasst und seine Schwestern hasst und seine Brüder hasst und sogar seine eigene Seele hasst, richtige Übersetzung, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, er ist lieber von nicht lieben zum Hassen und sich selber hasst. Ist lieber da übergegangen. Jetzt wird natürlich jemand berechtigterweise sagen, er wird sagen, in der Bibel haben wir auch andere Verse. Und ich will eine Sache betonen. Ich bin der Meinung, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Weil wir Muslime glauben, dass im Ursprung diese Botschaft von Gott gekommen ist, aber dass Dinge verfälscht wurden. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Buch ist, im Gegenteil. Ich sage, dass dieses Buch vielen Menschen geholfen hat, ein besseres Leben zu führen und bessere Menschen zu werden. Aber ich bin erstens der Meinung, dass Dinge verfälscht wurden, da können wir gerne drüber diskutieren. Und zweitens sage ich, wenn ihr den Koran kritisiert, dann schaut euch mal die Bibel an. Und jeder, der das nicht glaubt, der soll sich mal das Video von mir angucken, Blutbad in der Bibel. Kennt jemand Blutbad in der Bibel, das Video? Und, gefällt euch, oder? Alhamdulillah. Worum geht es? Der wird berechtigt dabei sagen, ja, wir haben auch andere Verse in der Bibel. Stimmt, haben wir auch. Aber im Koran haben wir auch andere Verse. Und wir müssen alle Verse zusammennehmen, sowohl beim Koran als auch bei der Bibel. Aber warum wählt man diese Herangehensweise bei der Bibel? Aber beim Koran wählt man diese Herangehensweise nicht. Das ist hier die Frage. Warum habe ich diesen Punkt gebracht? Dann sagen wieder einen, der böse Vogel, der Vogel, der redet schlecht über uns, der schimpft, der hetzt gegen Barino. Nein, ich schätze nicht gegen Barino. Ich sage, tut ihm nichts. Ich stelle mich vor ihn. Tut ihm nichts. Lasst ihn in Ruhe. Krümmt ihn kein Haar. Okay? Verstanden? Jedenfalls, ich bringe dieses Beispiel nur, damit wir eins verstehen. Weil jedes Thema braucht seine Einleitung und die Einleitung ist manchmal wichtiger als der Hauptteil. Wir müssen die Religion an dem Kern der Religion messen, nicht an Äußerlichkeiten. Das ist das Wichtigste. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin Christ geworden, weil die Orgelmusik in der Kirche gefällt mir gut und der Adhan gefällt mir nicht gut. Der Muezzin bei mir im Dorf, der hat eine schlechte Stimme. Da bin ich Christ geworden. Ich finde die Orgel so schön, ich spiele auch gerne Orgel. Das ist Quatsch. Oder der andere sagt, ja, ich bin Christ geworden, weil ich mag gerne Currywurst mit Fritten. Und im Islam ist Currywurst mit Fritten verboten, Schweinefleisch. Deswegen bin ich Christ geworden. Oder der andere sagt, ja, ich bin Muslim geworden, weil der Pfarrer bei uns in der Kirche, der ist voll langweilig.
Und ich habe einen Imam bei mir in der Ecke, der ist wie Al Jazeera, der bringt alle Nachrichten beim Freitagsgebet. Die in Amerika und in Israel. Und ja, und das fand ich cool. Da bin ich Muslim geworden. Nee, du musst gucken, was ist der Kern der Religion? Wie müssen wir jetzt rangehen an die Sache? Zunächst einmal müssen wir uns bewusst sein, dass, wie gesagt, jeder Weg von sich selber erzählt, er ist der einzig wahre Weg zu Gott und die Rettung vor der Hölle. Manchmal, ich sage bei einem Vortrag, ist mir wirklich schon passiert, wenn ihr den Vortrag in Kassel gesehen habt, da war ich auch so heiser, da habe ich erwähnt, dass Allah im Koran sagt, in Sure 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Allah sagt im Koran, ganz deutsch, nach dem Glauben alle Muslime, wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, das heißt, als Nicht-Muslim stirbt und hat die Botschaft bekommen, es wird von ihm nicht angenommen, er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, ewige Hölle. Das ist so. Ich habe das erzählt in Kassel, plötzlich sehe ich da Leute halb am Ausflippen, der Professor von der Universität, wo regt er sich auf? Ich meine, wenn er nicht daran glaubt, was juckt ihn das? Wenn zu mir ein Christ sagt, ja, wenn du Christentum nicht annimmst, wenn du Jesus nicht als deinen einzigen Retter annimmst, dann gehst du für ewig in die Hölle. Ja, hier sage ich ja, ist deine Meinung. Ist deine Meinung. Aber das ist eine Tatsache. Hölle. Sowohl der Christ sagt, wer nicht stirbt und hat Jesus nicht akzeptiert als seinen Retter und Erlöser, geht in die Hölle. Ja. Und genauso sagen die Muslime, wer stirbt, ohne den Islam angenommen zu haben, er hat die Botschaft bekommen, wird für Ewigkeit in der Hölle landen. Die Augen werden groß, es setzt Gänsehaut ein, Leute regen sich auf. Und dann kommt natürlich direkt wieder der Satan und sagt, ach was Hölle, es gibt keine Hölle. Wir haben die Hölle auf Erden. Hör doch nicht. Kamelle, Strüße, Brütsche, kommt dann wieder, Funke, Marieche. Denk doch nicht an die Hölle. Denk an schöne Sachen. Denk doch an Urlaub auf Mallorca oder so. Ballermann 6 oder so. Ja, mit dem Strohhalm das Bier aus dem Pott trinken und so. Denk doch daran, denk doch nicht an so grausame Sachen. Aber das Problem ist, man kann die Augen nicht davor verschließen und die Ohren verschließen, denn irgendwann wird es einen treffen. Genauso wie der Tod. Viele Menschen wollen von dem Tod nichts hören. Wenn du ihnen vom Tod erzählst, dann sagen sie auch, nee, komm, hör auf. Erzähl mir lieber was von Kölner Karneval oder Lukas Podolski oder so. Ja? Aber erzähl mir nichts vom Tod. Aber der Tod wird dich einholen. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Und genauso wird man in die Hölle gehen. Es sei denn, man öffnet jetzt seine Ohren, öffnet jetzt seine Augen und vor allen Dingen öffnet sein Herz für die Wahrheit. Öffnet sein Herz für die Wahrheit. Denn frag dich mal selber, warum bist du so, wie du bist? Warum bist du katholisch, evangelisch, neuapostolisch oder je nachdem, von mir aus muslimisch. Viele, weil sie getauft worden sind. In einem Alter, wo sie nur die Hose gemacht haben. Das heißt, du lässt deine Eltern nicht für dich entscheiden, wen du heiratest. Du lässt deine Eltern noch nicht mal für dich entscheiden, welches Studium du studierst, welches Fach du studierst. Du lässt deine Eltern nicht für dich entscheiden, welches Auto du fährst. Wie kann es sein, dass du deine Eltern für dich entscheiden lässt, welcher Weg für dich der richtige ist zum Paradies? Und du hast das System nicht verstanden, worum es geht. Deswegen frag dich heute selber, und ich bitte jedem um Aufmerksamkeit, frag dein Herz. Und ich bringe die Präsentation, inshallah, frag dein Herz, ist Jesus Gott? Denn wenn du dies ablehnst in deinem Herzen, dann bist du mehr Muslim, als du denkst. Und dann musst du dich fragen, was hindert dich, diesen Schritt zu gehen?
Wir fangen an mit dem Thema, ja, und fragen erstmal, wie kriegt man das richtige Ergebnis? Und ich habe, kann ich sagen, in diesem Thema wirklich viel gelesen. Ich habe das Thema sozusagen hinter mir, denn ich war Christ gewesen. Und also, bevor ich den Islam angenommen habe, habe ich die Bibel komplett gelesen. Und das Neue Testament danach nochmal komplett gelesen. Den Koran dreimal komplett gelesen. Über Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter, Konfuzianismus gelesen. Und ich habe mich damit beschäftigt, nach der Wahrheit gesucht. Und ich habe Bücher gelesen von Juden, die Trinität verwerfen. Ich habe Bücher gelesen von Muslimen, die Trinität verwerfen. Und ich habe Bücher gelesen von Leuten, die weder Muslim noch Christ sind, die Trinität, und Trinität bedeutet das Konzept, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und alle drei zusammen sind nur ein Gott. Das christliche Konzept. Hier. Die das verwerfen. Und ich habe diese Informationen aufgenommen. Meine Aufgabe ist es heute, in kurzer Zeit, diese Meter- oder Meilen-Information zu komprimieren in einem Vortrag, sodass jeder Laie, der hier sitzt, rausgehen kann und hat etwas mitgenommen und verstanden. Das ist das Ziel. Und möge der allmächtige Gott uns die Wahrheit zeigen. Es gibt drei Herangehensweisen. Es gibt einmal die historische Herangehensweise, es gibt die philosophische Herangehensweise und es gibt die Herangehensweise, dass man die Textstellen untersucht, die herangeführt werden, um zu sagen, dass Jesus Gott sei, laut Bibel. Die Christen, die Katholiken, Protestanten vorbringen. Was die historische Herangehensweise angeht, so sehen wir, dass die Trinität ein Konzept ist, das im 4. Jahrhundert nach Christus seine endgültige Form angenommen hat. Auf dem Nizäischen Konzil im Jahre 325 nach Christus wurde beschlossen, unter Druck von Kaiser Konstantin, dass Jesus Gott ist. Und was viele nicht wissen, ist, dass es zur damaligen Zeit zwei große Strömungen innerhalb der Kirche gab. Es gab einmal die athanasianische Strömung vom Bischof Athanasius und einmal die von Arius. Und erst im 6. Jahrhundert hat sich praktisch endgültig diese athanasianische Schiene richtig durchgesetzt. Unter dem Einfluss von Kaisern, Heiden, der Römer. So seht ihr zum Beispiel heute, dass der Feiertag der Christen, der wöchentliche Feiertag, der Tag des Gottesdienstes, welcher Tag ist? Der Sonntag. Warum? Eigentlich bei den Juden ist es der Samstag. Warum wurde der Sonntag gewählt? Der Name Sonntag geht zurück auf die Anbetung des Sonnengottes. Der bei den Römern wurde an diesem Tag der Sonnengott angebetet. Deswegen haben wir auf Englisch Sunday und auf Deutsch Sonntag. Sunday, der Tag der Sonne. Weihnachten, eines der größten christlichen Feste, geht zurück auf einen heidnischen Brauch. Jesus ist nicht im Winter geboren. Das heißt, hieran sieht man historisch, wie der Gesellschaft dieses System übergestülpt wurde. Und es gab große Kontroversen. Zunächst 325 nach Christus kam Jesus ins Spiel, als Gott, danach der Heilige Geist noch dazu und so weiter. Das ist historisch. Wir sagen als Frage, und die historische Herangehensweise ist für mich nicht die endgültige Herangehensweise, sondern mir geht es hauptsächlich um die Textstellen. Ich will das nur kurz erwähnen. Wie kann es sein, wenn Gott sich offenbart in einem Buch, dass das Grundkonzept nicht eine Kleinigkeit, nicht etwas, was weniger wichtig ist, sondern dass das Grundkonzept solche Kontroversen aufgeworfen hat? Das ist eine Frage. Aber für mich ist das nicht das endgültige Wort. Vielleicht sagt irgendein Christ, ja okay, es gab halt diese Meinungsverschiedenheiten. Aber es sollte zumindest ein unterstützender Beweis sein. Die nächste Herangehensweise ist die philosophische Herangehensweise. Und ich habe ein Buch gelesen,
Das heißt Idharul Haq von Rahmatullah Kairanvi aus Indien. Das ist ein muslimischer Gelehrter, der zur damaligen Zeit, nachdem die Christen Indien kolonisiert haben und wollten dort die Menschen zum Christentum rufen, zu diesem Zeitpunkt hat er Auseinandersetzungen gehabt mit den Missionaren und hat mit ihnen diskutiert. Und er hat sie besiegt. Und er ist übrigens der Vorreiter von Ahmadinejad. Wer kennt hier Ahmadinejad? Kennen sehr viele. Er ist sozusagen der Lehrer von Ahmadinejad, weil Ahmadinejad hat seine Bücher gelesen. Und ich habe das gelesen und ich habe gesehen, dass er mit sehr vielen philosophischen Argumenten kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach finde ich diese Argumente nicht so stark. Zum Beispiel das Argument 1 plus 1 plus 1 sind 3 und niemals 1. Wie kann der Vater Gott sein, der Sohn kann Gott sein, der Heilige Geist kann Gott sein und alle drei zusammen sind ein Gott? Wie geht das? Natürlich, aber damit wird man vielleicht jemanden, der die Trinität aufgesaugt hat, nicht überzeugen können. Dann kommt der Christ und versucht zu erklären, ja guck mal, die Trinität ist wie Wasser. Wasser gibt es in verschiedenen Aggregatzuständen. Flüssig, fest, gasförmig. Ja? Und so gibt es Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da sagt dann der Muslim, mir ist es schon passiert. Da kamen Muslime und haben uns geschrieben, oh, was sollen wir darauf antworten? Ich bin total verwirrt. Wofür bist du verwirrt? Erstmal ist Gott kein Wasser, Punkt 1. Das ist schon mal klar. Nichts ist im Gleichen. Punkt 1. Zweitens, was hat er hier bewiesen? Denn wir müssen bei jeder Herangehensweise präzise sein. Präzise sein. Hat er hier bewiesen, dass Jesus Gott ist? Nein. Er hat hier nur bewiesen, dass er die Trinität erklären kann mit einem Beispiel. Es gibt einen Unterschied zwischen Erklärung und Beweis. Ich kann zum Beispiel erklären, wie ein Räuber einen Panzerschrank knackt. Das heißt aber nicht, dass ich damit bewiesen habe, dass XY diesen Panzerschrank geknackt hat. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wo sich einige Leute verwirren lassen. Das heißt, selbst wenn du mir mit tausenden Beispielen kommst, dass die Trinität möglich sein könnte, was wir klar sagen, dass es der Logik vollkommen widerspricht, das nur nebenbei, selbst wenn er das könnte, ist es kein Beweis dafür. Deswegen für mich diese Herangehensweise schließe ich sowieso von vornherein aus. Aber wir sagen dann, da kommt der Muslim und sagt, okay, kein Problem. Du sagst, die Trinität ist wie Wasser, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Aggregatzustand, flüssig, fest, gasförmig. Ja? Dann sagen wir, okay, der Komponent von Wasser, Eis und Wasserdampf ist immer H2O, ja? H2O, Wasserstoff, Sauerstoff. Aber in der Trinität sagt die Bibel, dass Gott und der Heilige Geist Geister sind. Und Jesus ist laut Lukas 20 Fleisch und Knochen. Also hat sich der Komponent geändert, haben wir nicht mehr H2O. Hatten wir H2O, hier hat sich der Komponent geändert, beispielsweise. Aber das meine ich nur, sind für mich leere Diskussionen. Worauf es wirklich ankommt, sind handfeste Beweise. Und deswegen wählen wir die textlichen Beweise. Und hier haben wir das Alte und das Neue Testament. Wir sagen, wenn Jesus Gott ist, die Bibel ist laut Christentum ein Buch, das zur Rechtleitung der Menschen herabgesandt wurde. Wenn Jesus Gott ist, dann muss dieses Konzept klar und deutlich in der Bibel vorkommen. Wenn es nicht klar und deutlich in der Bibel vorkommt, dann heißt das, Gott hat einen betrogen. Gott hat einen dies zur Rechtleitung gebracht, hat einem keine Rechtleitung gebracht, sondern Verwirrung. So. Dann schauen wir uns die Bibel an. Im Alten Testament, laut Juden, laut Enzyklopädie Britannica, laut Enzyklopädie Amerikaner, gibt es keinen einzigen eindeutigen Hinweis,
darauf, dass Gott aus drei Personen bestünde, geschweige denn aus einem Vater, aus einem Sohn, aus einem Heiligen Geist, geschweige denn, dass der Sohn Jesus heißt und selber Gott ist. Keinen einzigen Hinweis. Wenn das so ist, und das Alte Testament, das erste Buch des Alten Testamentes, beginnt 1500 Jahre vor Christi. 1500 Jahre vor Christi. Das hieße, dass Gott sich 1500 Jahre offenbart hat und kein einziges Mal erwähnt hat, was sein wahres Wesen ist. Wie kann es sein, dass Gott dieses Buch zur Rechtsleitung herabsandt und keinmal erwähnt, dass er Gott ist, 1500 Jahre, wobei doch dieses Konzept notwendig sein soll, um ins Paradies zu kommen? Wie kann das sein? Die Antwort ist, das kann nicht sein. Jetzt kommen natürlich einige Argumente. Und entscheidet selber, ob das eindeutige Argumente sind. Erstes Argument, Gott sagt in der Bibel an einigen Stellen, wir haben erschaffen. Wir, lasst uns erschaffen. Lasst uns den Menschen erschaffen. Erste Frage, ist das ein Beweis, dass Gott in mehreren Personen besteht, in drei Personen besteht? Weil hier muss man wieder präzise sein, ist das ein Beweis, dass Jesus Gott ist? Nein. Könnte es hunderte Götter geben. Aber das ist ein mehrdeutiger Vers. Und es gibt eindeutige Verse, wie zum Beispiel Exodus 20, Vers 4, wo Gott sagt, er ist ein Gott. Punkt. Und wenn wir fragen, in welcher Sprache ist das Alte Testament geschrieben? Aramäisch, Hebräisch vor allen Dingen. Hebräisch vor allen Dingen. Wir fragen diejenigen, die hebräische Sprache am besten beherrschen. Wer sind das? Die Juden. Was das bedeutet. Und die Juden haben niemals geglaubt, dass Gott aus drei Personen bestünde, geschweige denn, dass es einen Sohn gibt, der Jesus heißt und Gott ist. Ein Mensch. Das haben sie nie geglaubt. Sondern was bedeutet wir? Das ist eine semitische Sprache. Wie Arabisch. Im Koran lesen wir auch, dass Gott sagt, wir erschaffen. Wir haben bestimmt. Was bedeutet das? Das ist ein Plural des Respekts. Ein Plural des Respekts, der in der ersten Person Plural in den semitischen Sprachen benutzt wird. Genau wie im Deutschen wird er in der dritten Person benutzt. Wenn du zum Beispiel zum Bürgermeister gehst, ja, dann sagst du euch, ey, Bürgermeister, wann ist denn Karneval? 11.11. oder was? Ja, wenn du zum Bürgermeister gehst, dann sagst du nicht, hast du, dann sagst du, haben Sie Plural? Wer Sie? Ich bin doch nur einer, Sie. Ja, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ein Plural des Respekts in der deutschen Sprache. Das heißt totaler Blödsinn, was dort erzählt wird. Geschweige denn, dass das ein Beweis wäre dafür, dass Gott aus mehreren Personen bestünde. Genau dasselbe in der Alten Testament wird Gott an vielen Stellen Elohim genannt. Und dieses Im am Ende ist ein Suffix, der auf einen Plural hinweist. Aber komischerweise, wenn wir die Bibel lesen, da sieht man, wie sich manche Leute blöd stellen. Ja? Da lesen wir nicht Götter, 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 wenn Elohim steht. Da lesen wir Gott, Gott, Gott. Warum? Weil dieses Im ist wieder in der hebräischen Sprache für einen Respekt. Ein Plural des Respekts. Das heißt, im ganzen Alten Testament finden wir keinen einzigen expliziten Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist. 1500 Jahre. Was heißt das jetzt? Das heißt, wenn wir jetzt, weil es die These, eine logische These, wenn wir jetzt im Neuen Testament eindeutige Hinweise darauf finden, dass Jesus Gott ist, dann müssen wir sagen, das widerspricht dem Alten Testament. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass 1500 Jahre das Wesen Gottes von Gott persönlich verheimlicht wird, um die Menschen in die Irre zu führen. Also müssen diese anscheinend eindeutigen Verse, die auf eine Trinität oder auf eine Dualität oder je nachdem hinweisen, im Lichte des Alten Testamentes interpretiert werden. Das wäre bei eindeutigen Versen
die darauf hinweisen, dass Jesus Gott sei. Und ihr könnt gleich selber entscheiden, Sie können selber entscheiden, ob wir diese Verse in der Bibel finden. Was wäre nun, wenn wir implizite Verse finden? Was heißt implizit? Das bedeutet interpretierbar, mehrdeutig. Implizite Verse, die sowohl bedeuten können, dass Jesus Gott ist, als auch bedeuten könnten, dass er nicht Gott ist. Dann wäre die Angelegenheit für uns noch deutlicher, noch eindeutiger. Und was wäre, wenn wir im Neuen Testament Beweise finden, klare, eindeutige Beweise, dass Jesus nicht Gott ist? Dann ist die Sache noch klarer und klarer am klarsten. Und jetzt soll jeder selber entscheiden. Ich bringe ein Beispiel. Soll ich anfangen mit den Beweisen dafür, dass Jesus nicht Gott ist, oder für die, dass er Gott ist? Ich fange an mit denen dafür, dass er Gott ist. Ich fange an mit einem Beispiel. Falls jemand gehen muss, damit er direkt das Ende mitbekommen hat. Ich frage euch eine Frage. Lügt Gott? Wer sagt, dass Gott lügt? Gibt es einen hier, der sagt, Gott lügt? Wer sagt, dass Gott die Wahrheit sagt? Alhamdulillah, einstimmig, Alhamdulillah, okay, einstimmig. Also keiner hat gesagt, er lügt, manche trauen sich gleich nicht zu zeigen, ja? Also keiner sagt, Gott lügt. Okay. Wer sagt, Gott ist allwissend? Gibt es jemanden, der sagt, Gott ist nicht allwissend? Nee, Alhamdulillah. Okay. Jesus sagt, Markus 13, Vers 32, zum Mitschreiben, wenn ein Christ die Wahrheit haben will. Markus 13, Vers 32. Jesus sagt, wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Gott weiß, wann der jüngste Tag ist, oder? Okay. Er wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer, auf wen weiß denn? Gott. Alhamdulillah, die Diskussion beendet. Entweder er weiß es und hat gelogen, dann ist er nicht Gott. Oder er weiß es nicht, dann ist er nicht allwissend, dann ist er auch nicht Gott. Ganz einfach. Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Eindeutiger als dies geht es nicht, deswegen habe ich extra gefragt. Ich habe die Frage schon des Öfteren gestellt, immer dieselbe Antwort. Jeder sagt, Gott weiß alles, jeder sagt, Gott lügt nicht. Okay, da kommt natürlich dann die Ausrede, die sagt, ja, weil irgendeine Ausrede muss man finden. Jesus hat durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben. Sagen wir, sehr schön. Laut eurer Theorie ist der Gott Jesus vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Wenn er durch seine Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgibt, ist er nicht mehr vollkommener Gott. Ganz klarer Fall. Wir können nicht sagen, hier, das ist die Allmacht, wir haben die Allmacht mit Steinen beschmissen oder wir haben eine Bazille der Allmacht zugeschmissen, hat sie Schnupfen bekommen, jetzt ist Gott nicht mehr allmächtig, weil er Schnupfen hat. Quatsch. Okay. Jetzt kommen wir zu den Beweisen und ich mache es ganz schnell, weil es geht ratzfatz. Es gibt 5 allgemeine und 7 spezielle Beweise. Der erste allgemeine Beweis ist, dass Jesus Sohn Gottes in der Bibel genannt wird. Aber in der Bibel werden viele Sohn Gottes genannt. Jeder Christ kennt das Gebet, Vater unser im Himmel. Und in Exodus 4, Vers 22 steht, dass Gott gesagt hat, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dieses Argument können wir schon mal in die Mülltonne werfen. Hat keine Bedeutung, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Zweitens, Jesus wird Messias genannt. Sagen wir erstmal, Messias heißt nicht Gott. Was heißt Messias? Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Das heißt Gesalbter. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an. Wie versucht wird von einigen Institutionen, die Menschen von Kindheit an belügen. Von Kindheit an werden die Menschen belogen. Von einigen Institutionen. Glaubt ihr mir nicht? Okay, keine kleine Frage an die Nichtmuslime. Soll keine Kritik sein, ich war selber Christ. Wann habt ihr rausgefunden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Damit fängt das an.
Damit fängt es an. Hier. Messias. Dieses Wort Messias, viele werden in der Bibel Messias genannt, Gesalbter. Viele werden in der Bibel Messias, Gesalbter genannt, aber immer wenn es so aussieht, als wenn es auf Jesus hinweist, wird entweder Messias geschrieben oder Christos, das griechische Wort. Und wenn es auf einen anderen hinweist, wird die Übersetzung des Wortes genannt, Gesalbter. Beweis dafür, Jesaja 45, Vers 1. Dort steht, dass Kyros der Perser ein Gesalbter ist. Warum haben sie nicht Messias geschrieben? Damit sie sagen können, Messias bedeutet Gott. Der kommt als Gott. Zweite Widerlegung. Die Juden haben niemals geglaubt, dass der Messias, der kommen wird, Gott sei. Dass Gott als Mensch inkarniert auf die Welt kommt. Haben sie niemals geglaubt. Das heißt, die haben es ganz anders verstanden. Punkt. Dann können wir also dieses Argument schon mal ganz klar sagen, in keinem Fall ein explizites, eindeutiges Argument, dass Jesus Gott sei. Drittens, Jesus wird Retter genannt. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an, wie wieder versucht wird, die Leute reinzulegen. In Jesaja steht, dass Gott der einzige Retter ist. Im Neuen Testament steht, Jesus ist Retter. Dann sagen sie, Gott ist der einzige Retter, Jesus gleich Retter, also ist Jesus gleich Gott. Ja? Jetzt kommt wieder die Täuschung, dass du siehst, dass an anderen Stellen, natürlich ist Gott der ultimative Retter, so wie er unser ultimativer Versorger ist. Wenn ich beispielsweise Geld kriege von meinem Arbeitgeber, ja, dann hat der Arbeitgeber mir etwas gegeben zur Versorgung, aber der eigentliche Versorger ist wer? Ist Gott. Und hier ist es mit dem Retter genauso. An anderen Stellen steht Retter, und dann wird es anders übersetzt. Nicht als Retter, damit es so aussieht, dass Jesus der einzige Retter ist, also Gott. Zum Beispiel 2. Könige 13, Vers 5. Dort steht, ja, wird ein anderer Retter erwähnt. Und in der englischen Übersetzung von vor 100 Jahren stand dort Savior, Retter. Heute in der Übersetzung, wo sie gemerkt haben, oh Retter, eigentlich sollte Jesus der einzige Retter sein, weil wir wollen ja, dass es so aussieht, als wenn er Gott war, steht dort Deliverer. Das Wort ist dieselbe Bedeutung, aber dadurch, dass sie das anders übersetzen, es bedeutet auch Retter. Geben sie den Eindruck, dass Jesus der einzige Retter ist und damit Gott ist. Daran sehen wir wieder Täuschung und falsch. Der nächste Beweis für die Göttlichkeit Jesu, der Beweis, dass Jesus Gott ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Wir Muslime glauben auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Heißt das aber, dass er Gott ist? Heißt das, dass er Gott ist? Nein. Und außerdem, was ist dann mit Adam? Der hat weder Mutter noch Vater. Das ist ja noch mehr Gott, Doppelgott oder wie? Hebräer 7, dort wird ein Melchisedek erwähnt. Hebräer 7, das ist ein Kapitel in der Bibel. Wird Melchisedek erwähnt, da steht, der hat keinen Anfang, kein Ende. Das heißt auch keine Mutter, kein Vater. Was mit dem? Doppelgott oder wie? Das sieht kein Beweis. Als nächstes wird erwähnt, die Wunder, die Jesus gebracht hat. Stimmt, Jesus hat Wunder gebracht. Wir lieben Jesus. Aber sind die Wunder ein Beweis, dass er Gott ist? Nein. Dann müssten wir sagen, Elias ist auch ein Gott. Hat auch Tote lebendig gemacht und große Wunder gewirkt. Dann müssten wir sagen, Mohammed ist auch Gott. Nein. Das ist kein Beweis dafür. Jetzt zu den speziellen Beweisen. Die speziellen Beweise, und ihr müsst ihr eins merken, alle speziellen Beweise finden sich im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist komischerweise das neueste, das jüngste Evangelium. Circa 90 vor Christus wird gesagt, wurde es geschrieben. Erstens, Johannes 1, Vers 1. Dort steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war ein Gott. Ein Gott. Und hier müssen wir feststellen, und dann wird gesagt, das Wort wurde Fleisch. Und wo lebt unter uns? Mit dem Wort soll Jesus gemeint sein. Und steht da, das Wort war ein Gott. Und hier müssen wir eins sagen. Hier steht, das Wort war bei Gott.
bei Gott. Das heißt, wir haben erstmal Gott, war ein Gott. Hier haben wir es mit dem, mit was zu tun? Mit dem unbestimmten Artikel. Und es ist etwas sehr Wichtiges, dass in der Bibel viele Menschen als Gott bezeichnet werden, aber nicht als der Gott. Zum Beispiel im Psalm 82, Vers 6 wird gesagt, dass Gott sagte, ich selbst habe gesagt, ihr seid Götter. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Das heißt, das ist eine Verdrehung des Sprachgebrauchs. Punkt. Und übrigens, es gibt da viele Diskussionen drüber, ja, über diesen Vers, wo selbst christliche Gelehrte zugeben, dass es kein Beweis dafür ist. Dann, zweiter Punkt. In Johannes 8, Vers 58, dort steht, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Das heißt, dass Jesus existiert hat vor Abraham. Wir sagen, wenn Jesus vor Abraham existiert hat, ist das ein Beweis, dass er Gott ist? Nee. Das ist etwas Bemerkenswertes, oder? Hat vor Abraham existiert. Aber es ist kein Beweis, dass er Gott ist. Und manche sagen, ich habe einmal mit Missionaren aus Südkorea geredet. Da ist das Christentum mit am stärksten verbreitet, ja? Und die meinten, dass das der stärkste Beweis dafür sei, dass Jesus Gott ist. Weil er sagt, ich bin. Und im Alten Testament steht bei Genesis, ich bin, der ich bin. Wir sagen, das ist ein Beweis? Subhanallah. Und noch etwas hierzu. In Jeremia 1 steht, dass Jeremia auch erzählt, dass er in einer Vorschöpfung existiert hat. Und wir wissen aus dem Koran in Sure 7, Vers 172, dass Gott die Menschen, bevor er sie zu seiner endgültigen Schöpfung auf die Welt gesetzt hat, in einer Vorschöpfung zum Leben gebracht hat. Das heißt, bei Jeremia 1 finden christliche Gelehrte eine andere Interpretation dafür. Warum nicht dieselbe Interpretation bei Johannes 8, Vers 58? Außerdem, wenn darauf hingewiesen werden soll, dass Gott im Alten Testament sagt, ich bin der ich bin, und hier sagt Jesus, ich bin gewesen, bevor Abraham war, dann sehen wir aber, dass in der griechischen Sprache sagt er bei 8,58 Iruimi, wenn ich das richtig ausspreche. Und im Alten Testament, Septuaginta-Version, steht Iruimi Oon. Das heißt, hätten die Evangelisten, weil wir müssen eins wissen, das Alte Testament, was wir jetzt haben, ist circa 200 Jahre vor Christus in das Griechische übersetzt worden. Ja? Die Septuaginta-Version. Und diese Version, die war zur Zeit von Jesus weit verbreitet. Das heißt, die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, denen war diese Form bekannt. Hätten sie darauf hinweisen wollen, dass Jesus damit Göttlichkeit in Anspruch nimmt oder in Anspruch nimmt, der wahre Gott zu sein, dann hätten sie es genauso geschrieben mit Oon, wie es im Alten Testament steht. Dann weiter. Der nächste Beweis ist, Johannes 10, Vers 30. Dort steht, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. In der Bibel, im Koran sagt Allah, وَمَنْ يُعْتِيُ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Heißt das jetzt, dass der Gesandte, dass Mohammed Allah ist? Sondern das heißt, dass der Befehl von ihm kam. Wenn ich sage, ich bin eins, wie ich und mein Freund, der Ibrahim, Thomas, wir sind eins. Was kann das bedeuten? Heißt das, wir sind wesensgleich? Es kann sein, wir sind eins in der Absicht, eins im Ziel. Und hier wird das erklärt in Johannes 17, Vers 21. Dort macht Jesus ein Bittgebet und sagt, warum betet er überhaupt zu Gott, wenn er selber Gott ist? Warum sagt er nicht einfach hier? Abracadabra, zack. Das war's. Er betet zu Gott und sagt,
damit sie, die Jünger, alle eins sind, so wie du in Gemeinschaft bist mit mir und ich in Gemeinschaft mit dir, dass auch sie in Gemeinschaft mit uns seien, also mit uns eins sind. Heißt das jetzt, die Jünger sind auch Gott? Die Jünger von Jesus? Nein. Klarer Fall. Dann, Johannes 14, Vers 9. Hier steht, dass Jesus sagt, wer den Vater gesehen hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater, hat Gott gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Erstmal fragen, in welchem Kontext wird das erwähnt? In welchem Kontext wird das erwähnt? Weil aus dem Kontext wird dir klar, dass das nicht damit gemeint ist. Und zweitens, laut christlicher Doktrin, laut christlichem Dogma, ist der Vater nicht der Sohn. Zum Beispiel im katholischen, evangelischen Glauben. Der Vater ist nicht der Sohn. Es sind getrennte, es sind einzelne Personen. Das heißt, rein wörtlich würde das bedeuten, dass der Sohn der Vater ist, laut christlicher Lehre eine Ketzerei. Das heißt, es braucht Interpretation. Ja. Und die Interpretation finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 16, wo der Apostel Paulus schreibt, denn kein Mensch hat Gott je gesehen. Denn kein Mensch je gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Dass Gott, Apostel Paulus sagt das, nie gesehen wurde von einem Menschen und dass man ihn niemals sehen kann. Das sagt, wir wissen im Islam, man kann Gott sehen im Jenseits, ja. Aber hier steht es in der Bibel. Das heißt, dann wäre die Aussage von Jesus laut dem Apostel Paulus falsch oder der Apostel Paulus hat diese Aussage anders verstanden. Das heißt, wer meine Werke sieht, und das betont Jesus auch an der Stelle, das sind die Werke, die ich tue, sind die Werke von wem? Die der Vater, die Gott durch mich tut. So. Fünftens. Johannes 20, Vers 28. Hier sieht Thomas Jesus. Sieht Thomas Jesus. Und sagt, und wundert sich, dass er ihn sieht, und sagt, mein Herr und mein Gott. Ist das ein eindeutiger Beweis, dass Jesus Gott ist? Nee. Bei mir ist es zum Beispiel schon passiert, Leute sehen mich, also ist ja nicht, sondern nach längerer Zeit oder so, dann sagen die, mein Gott, Mensch, ich habe ihn ja lange nicht gesehen. Der meint aber nicht, dass ich Gott bin, sondern das ist ein Ausruf der Erstaunens. Und noch etwas. Dies wird dann in 1. Korinther 8, 4 bis 6 erwähnt. Ja. Dort sagt der Apostel Paulus, denn wenn es auch solche Götter gibt, die Götter genannt werden, da muss man genau zuhören, ob im Himmel oder auf der Erde, wie es viele Götter und Herren gibt, so gibt es für uns tatsächlich einen Gott, den Vater. Es gibt für uns einen Gott, den Vater. Ja, und dann sagt er, und einen Herrn, Jesus Christus. Mit dem Ausdruck Herren haben wir keine Probleme, man kann sagen Herr für einen Menschen. Aber was sagt er hier? Er macht ja einen Unterschied zwischen Gott, einen Gott und einen Herrn Jesus Christus. Das heißt, er kann auch meinen, mein Gott, dass Gott dich wieder gesandt hat, und mein Herr. Ist also auch keine explizite Aussage. Die nächste Täuschung ist in Offenbarung 1,8, wo steht, ich bin der das Alpha und das Omega, also griechisches Alphabet. Fängt mit Alpha an, Omega auf, also der Anfang und das Ende. Wenn man aber den Kontext liest, steht dort, der Herr Gott sagt, ich bin Alpha und Omega. Und nicht, dass Jesus das sagt. Ja, dann, 1. Johannes 5, 7. Dort steht 1. Johannes 5, 7. Drei sind es, und das ist übrigens von den meisten als der stärkste Beweis für die Trinität. Gut aufgepasst. Drei sind es, die da Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Der Geist, das Wasser und das Blut und diese drei sind eins. Damit sagt man jetzt Geist, Wasser, Blut. Damit ist Trinität gemeint. Diese drei sind eins. Das Blöde ist nur, es gibt im Englischen eine Revised Standard Version, Übersetzung von der Bibel. Da haben Dutzende christliche Gelehrte die alten griechischen Manuskripte rausgeholt und haben herausgefunden, dass dieser Vers in keinem
der alten griechischen Manuskripte vorhanden ist, in den ältesten. Das heißt, wer hat das da reingefuckelt? Interpolation. Hier, kurzer Punkt. Hier, in der katholischen Bibel jetzt, hier, das ist die Einheitsübersetzung, geben Sie das zu, hier steht die Fußnote. Hier ist bei vielen Textzeugen der sogenannte Komma Johanneum eingefügt, das nicht zum ursprünglichen Text gehört. Das heißt, der stärkste Beweis ist ungültig. Jetzt kommen wir kurz zu den ganz klaren Beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Und zwar erstens, im Alten Testament, Numeri 23, Vers 19, kann man alles aufschreiben. Dort steht, Gott ist kein Mensch und Gott ist nicht der Sohn eines Menschen. Was willst du mehr? Gott sagt zu dir, Gott ist kein Mensch und nicht der Sohn eines Menschen. Jesus ist Gott und Mensch, also laut Christentum, also kann er nicht Gott sein. Dann weiter. Alten Testament, Gott schläft nicht, Jesus schläft. Zum Beispiel ist er einmal auf einem Schiff, und es kommt ein Unwetter und die Jünger kommen und wecken ihn auf und sagen zu ihm, oh, guck mal, das Unwetter, und er macht Dua, er bittet Gott, ja, und das Meer hört auf zu beben. Die Frage, das Problem ist nur, Gott schläft nicht. Warum mussten die ihm erst Bescheid sagen? Wenn Gott schlafen würde, dann wäre das ganze Weltall kaputt. Würde alles zusammenbrechen. Dann, Gott speist nicht. Jesus, laut Bibel, hat einmal Hunger. Und jeder muss selber fragen, ist das mein Gott? Hat einmal Hunger und sieht ein, laut Bibel. Und wir sagen, wie gesagt, als Muslime, dass wir glauben, dass die Bibel, die wir heute haben, nicht das authentische Wort von Gott wiedergibt, sondern dass da Fehler mit hineingekommen sind. Ich gebe ein Beispiel. Esra 2, Nehemia 7. Dieselbe Geschichte wird erzählt mit 18 Widersprüchen. Kann man einem gerne vorlegen, kann er gerne widerlegen heute. Kein Problem. Hier. Dann. Er sieht den Feigenbaum und läuft zu dem Feigenbaum und dann sieht er an dem Feigenbaum, es sind keine Feigen. Erstmal, wenn er Gott wäre und es all wissen, dann müsste er vorher wissen, dass der Feigenbaum keine Feigen hat. Oder? Nicht lachen, weil vielleicht fühlt sich ein Christ sonst beleidigt. Dann verflucht er den Baum, weil er wütend wird auf den Feigenbaum, verflucht ihn, du sollst ewig keine Frucht mehr. Der Baum fällt in sich zusammen. Das ist eine seltsame Geschichte. Und dann, was sagen die Jünger dann zu ihm? Die Jünger sagen dann zu ihm, ja Herr, das ist doch gar keine Saison für Feigen. Also er wusste noch nicht mal, dass die Saison für Feigen ist. Angeblich. Und uns fällt es sehr schwer zu glauben, dass dies eine authentische Stelle in der Bibel ist. Weil wenn Jesus ein Prophet ist, sieht er hier sehr, scheint es irgendwie ein bisschen, na, ich will nichts dazu sagen. Matthäus 26, Vers 39. Jesus fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott oder zu sich selber und sagt, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn Jesus Gott wäre, dann wäre ja sein Wille zwangsläufig der Wille des Vaters und das Gebet hätte keinen Sinn. Matthäus 27, Vers 46. Als Jesus angeblich am Kreuze gestorben ist, wir glauben nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, als Muslime, soll er gerufen haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, wenn man einen christlichen Missionar auf der Straße fragt, wie bekomme ich das ewige Leben? Da wird er zu einem sagen, du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Gott kam als Mensch Jesus auf die Welt, ist für deine Sünden gestorben. Das heißt, wenn ich Jesus fragen würde zu der Zeit, der ist ja der, mir am besten die Frage beantworten kann, oder? Es kommt jemand zu ihm, Markus 10, Vers 18, sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?
Jetzt stell dir die Frage, ob Gott diese Antwort gibt. Gott, jetzt sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Sollte stehlen, lügen und so weiter, zählt die Gebote auf. Warum sagt er nicht, du hast schon richtig erfasst, ich bin Gott, ich bin gut und glaube einfach, dass ich für deine Sünden gestorben bin, lass mich auf meinen Tod taufen und ich habe für deine Sünden bezahlt. Warum sagt er das nicht? Warum sagt er zu ihm, nenn mich nicht gut, nenn Gott gut? Dann, wir haben eben schon gefragt, ist Gott allwissend? Ja. Lügt Gott? Nein. Er wird nach dem jüngsten Tag gefragt. Jesus sagt, ich weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Nur Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Hey, was ist hier los, mein Freund? Hey, was ist los, mein Freund? Schlag ein. Salam alaikum. Sag mal, Masha'Allah. Damit er kein Auge kriegt hier. Alles okay, mein Freund? War der gut? Ja. Okay. Hey, geh mal runter von der Bühne. Sonst stiehlst du mir die Show, Mann. Okay. Eine Frage. Ist Gott abhängig oder unabhängig? Wer sagt, dass Gott unabhängig ist? Wer sagt, Gott ist abhängig? Jesus sagt in der Bibel, Johannes 5, Vers 30, von mir selber aus kann ich nichts tun. Das ist nicht Gott. Dann, Johannes 14, 28, laut Trinitätslehre sind alle göttlichen Personen gleich mächtig, gleich weise, gleich ewig. In Johannes 14, 28 sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Thema wieder erledigt. Dann, zehnte Sache, Johannes 17, Vers 3, dort sagt er, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnisse in sich aufnehmen über dich, den einen wahren Gott und über den, den du ausgesandt hast. Das heißt, er macht einen ganz klaren Unterschied, weist darauf hin, dass Gott der wahre Gott ist und dass er ein Gesandter Gottes ist, so wie die Muslime es sagen. Elftens, Matthäus 20, Vers 20 und 23. Dort sagt Jesus, wird gefragt, ja, nach dem Platz neben Gott. Was sagt er? Wenn er Gott wäre, könnte er sagen, ja, ihr könnt neben mir den Platz auf dem Thron einnehmen. Was sagt er? Den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht ich zu vergeben, sondern Gott. Also er sagt ganz eindeutig, dass er nicht Gott ist. Dann, 20 Vers 17. Er sagt, eine Frage, hat Gott einen Gott? Wer einen Gott hat, ist nicht Gott. Gott hat keinen Gott. Gott ist Gott, oder? In Johannes 20 Vers 17 sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wieder Thema erledigt. Dann, Johannes 14, Vers 24. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern von wem? Sagt am Ende, das ist das Wort, was mir offenbart wird, von Gott. Wenn er Gott wäre, wäre es aber auch sein Wort. Oder? Ganz klarer Fall. Ich denke, das müsste normalerweise... Für mich ist die Sache ganz klar. Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Meinung hat. Wenn jemand hier ist, leider die Leute, mit denen wir die Debatte führen wollten, sind heute nicht gekommen. Vielleicht können sich einige vorstellen, warum die nicht gekommen sind. Beim nächsten Mal laden wir inshallah den Papst ein. Aber wenn jemand denkt, dass er die Punkte widerlegen kann, wir geben ihm gerne nach dieser Stunde eine Zeit, eine halbe Stunde auf die Bühne zu kommen und seine Punkte darzulegen. Aber ansonsten sollte sich jeder fragen, wenn er Christ ist, wenn er diese Punkte heute gehört hat, bitte Brüder, es dauert noch etwas, wenn er diese Punkte heute gehört hat,
Er soll sein Herz fragen. Und soll die Stellen fragen, hier. Und soll zurück nach Hause gehen, die Bibel lesen. Kann Gott wirklich von dir verlangen, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist und er sendet dieses Buch hinab mit Dutzenden von Stellen, Hunderten von Stellen im Alten Testament, die ganz eindeutig zeigen, dass Jesus nicht Gott ist, wenn es bei dieser Frage um Hölle und Paradies geht? Kann er, Gott will für dich das Gute. Und deswegen sage ich zu dir, komme zum Koran. Der Koran ist im Jahre 600 von Allah als die letzte Botschaft gekommen, um diese Lehre zu verwerfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen haben den wahren Glauben verworfen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Frage dich, wenn ich die Bibel, wenn ich dir den Koran vorlese, und dort steht, Allah, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und im Koran steht, kul huwallahu ahad, er Allah ist ein einziger. Allahu samad, der ewig unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Und nichts und niemand ist ihm ebenbürtig. Frage dein Herz. Frage dein Herz, ist das Gott? Und glaub mir, dein Herz wird sagen, das ist Gott. Weil dein Herz weiß, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Deswegen beschäftige dich damit. Und ist es nicht bemerkenswert, dass der Koran 600 Jahre später genau dieses Konzept, was ganz eindeutig den Menschen aufgezwungen wurde politisch, widerlegt. Deswegen, was hindert einen zu sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer dem einen allmächtigen Gott. Jesus ist nicht Gott, Mohammed ist nicht Gott, die gehören zu den besten Menschen. Gott ist Gott. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau. Gott ist Gott. Über unserer Vorstellungskraft. Was hindert dich zu sagen, ich bezeuge dies? Was hindert dich dann zu bezeugen, dass derjenige, der mit dieser Botschaft kam, Mohammed ein Prophet Gottes ist? Wenn dich nichts daran hindert, dann solltest du dies aussprechen. Denn der Prophet Sallallahu sagt, مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. Keiner sagt mit Wahrhaftigkeit von seinem Herzen, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer der eine Gott. Und dass Mohammed, der Gesandte Gottes, außer dass Allah für ihn das Feuer haram macht. Deswegen, was hindert dich? Und deswegen, für alle Muslime, die hier sind, und alle Nicht-Muslime, die hier sind, vielleicht will das einer bezeugen, und deswegen sage ich, für den Muslim, der hier ist, der soll es jetzt auch bezeugen. Und wir stehen alle auf. Steht mal alle auf. Inshallah. Jeder, der das bezeugen will. Wer nicht bezeugen will, der soll ruhig sitzen bleiben. Wer nicht bezeugen will, sitzen bleiben. Und der Muslim soll das machen, mit der Absicht, sich ab heute zu bessern. Ja, und wir sagen das vor. Und wer nicht Muslim ist, der kann das auch sagen, mit der Absicht, in Islam einzutreten jetzt. Und dann werden alle Sünden von ihm verziehen, er ist auf dem Weg zum Paradies. Keiner ist gezwungen. Okay? Ich sage das vor. Eschadu en la ilaha illallah wa eschadu en Muhammadan Rasulullah. Wenn ein Nicht-Muslim aufgestanden ist, hat das vom Herzen gesagt, ist er Muslim jetzt. Es sei denn, er hat das nicht mit dieser Absicht gemacht. Und wenn ein Muslim das gesagt hat, der soll heute diesen Pakt mit Gott neu führen. Weil, Alhamdulillah, ich sehe viele Brüder hier. Und wahrscheinlich auch viele Schwestern. Ihr könnt euch widersetzen, Brüder und Schwestern. Die hier sind. Und die weit weg sind von der Religion. Sage, ich gehe heute raus aus dieser Tür. Und ich will mich verbessern. Ich will ein besserer Muslim werden. Und
Wenn du als Nicht-Muslim nicht mit dem einverstanden bist, was ich gesagt habe, dann beschäftige dich zumindest mit der Religion und wir sind gerne bereit, dir weiter zu helfen. Das sind die Worte, die ich sage. Ich wollte noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir wollen den Islam in Deutschland in jedes Haus reinbringen. Unser Ziel ist es, den Menschen den Islam beizubringen. Auf gute Art und Weise. Und dazu haben wir Dauermaterial hergestellt. Wo ist das? Der holt das jetzt. Und jeder, der hier ist, CDs, ne? DVDs? So. Und wir haben Spendengelder von euch bekommen. Von den Spendengeldern haben wir uns keinen Privatjet gekauft oder sind in die Karibik geflogen, sondern wir haben dadurch solche Dinger hergestellt, Dawa-Produkte, hier. Aufkleber fürs Auto, aber bitte nur jemand den Aufkleber mitnehmen, der ihn wirklich ans Auto klebt. Nicht, dass einer, ach ja, ich nehme 50 Stück und die werden dann alles, was weiß ich, weil das kostet uns was. Das ist eine Amana. Und dann haben wir hier DVDs. Das heißt, wenn du heute deinen Freund nicht mitnehmen konntest, hier sind schöne einige Vorträge drauf, die wichtig sind, dann nimm die DVDs mit und gebe jedem eine. Wenn du nicht Muslim bist und du willst dich damit beschäftigen, ja, höre das, sieh es dir an. Und das sind hier sind mehrere Kartons. Und ihr könnt jetzt vor der Pause, ihr könnt alle nach vorne kommen. Am besten für die Frauen da vorne, für die Männer hier, ja, damit das nicht so zur Schlägerei kommt oder so. Ja. Visitenkarten, auch ganz wichtig. Ne? Dann haben wir hier noch Visitenkarten. Super Methode, Visitenkarte. Ja. Du willst mit jemandem über Islam reden? Du sagst ihm hier, eine Visitenkarte, geh mal auf die Internetseite. Nimmt er auf jeden Fall mit. Beste Methode, hier hast du ein Geschenk. Ja?